Okay, ich habe vor dem Vorfall 2 Tage vorher meine Approbation bekommen und war sozusagen offiziell Arzt. Und dann, einen Tag später, ist das mit meinem Vater passiert, der Vorfall. Sozusagen war mein Vater mein erster Patient. Das war genau hier an dieser Stelle, das war der 21. Juli. Sind wir morgens so gegen 10, 11 Uhr und standen wir quasi hier 10 Meter weiter vorne. Mein Vater hat sich an der ersten Laterne abgestützt und ich stand genau rechts neben ihm. Wir haben uns ganz normal unterhalten und plötzlich kippt mein Vater ganz langsam vorne über. Also ganz, ganz langsam. Ich dachte schon, ihm ist was runtergefallen und habe ich ihn gefragt, Papa, soll ich dir helfen? Als er hinfallen wollte, habe ich ihn am Oberkörper festgehalten, auf den Rücken gedreht, damit er nicht primär mit dem Kopf auf den Boden fällt. Wenn ich jetzt nicht handle, dann ist das jetzt der letzte Moment vor meinem Vater. 13 lange Minuten die Reanimation durchgeführt, bis dann die Rettungskräfte ankamen. Er kam dann direkt ins Krankenhaus. Davor wurde er noch 20 Minuten in einem Rettungswagen reanimiert und wir haben von außen nur gesehen, wie sich der Rettungswagen auf und ab bewegt. 4,5 Stunden hat die Operation gedauert. Bis 21.32 Uhr hat mich der Oberarzt angerufen und meinte, alles ist gut gegangen, dank der Reanimation. Meinem Vater, jetzt geht es sehr, sehr gut. Er war in der Reha, hat sich erholt. Ich bin echt sehr stolz auf ihn. Sicherlich hat er ein paar Rippen kaputt gemacht, aber das hat mein Leben gerettet. Im Endeffekt habe ich 6 Jahre studiert, um als erstes meinen Vater zu retten.